Meine Freunde, es ist 6.50 Uhr. Heute starten wir mal ein bisschen anders in einer Home Story, denn Andreas Osthold hat darauf bestanden, dass wir morgens beim Füttern der Pferde dabei sind. Und noch ist er nicht aufgetaucht, aber wir gucken jetzt mal, ob wir ihn finden. Andreas Osthold, Sportsoldat, Vielseitigkeitsreiter im Bundeskader. Wir sind hier bei mir zu Hause im AGW Training Center und das ist meine allerliebste Comedy. Andreas, jetzt sitzen wir hier in deiner Küche. Erzähl doch mal, bist du eigentlich aus einer Reiterfamilie? Ja, also der Vater hat immer schon Pferde gehabt und geritten und auch neben dem landwirtschaftlichen Betrieb immer Pferde gehabt. Und so war auch immer schon Kontakt zu Tieren oder im Speziellen natürlich zu Pferden da. Und warum dann Vielseitigkeit? Naja gut, der Umweg war ja eigentlich ein bisschen anders. Also es war gerade nicht so richtig populär, aber ich bin ja mit modernen Fünfkampf angefangen. Ah, ja stimmt, ist momentan nicht so populär. Und habe das auch super gerne gemacht. Damals war hier in Warndorf Bundesleistungszentrum mit Internat, mit allem Pipapo, ähnlich stark vertreten wie der Reitsport. Und bin da eigentlich über eine Schul-AG zufällig reingerutscht in der zweiten Klasse und hat mir aber sehr gut gefallen und war irgendwo auch gefühlt unabhängig. Und wollte einfach erstmal was anderes machen. Und dann haben wir auch die ersten internationalen Wettkämpfe gehabt, die waren dann aber relativ ernüchternd. Ja, und es stand immer schon ein Pferd reserviert quasi für mich da und dann habe ich gewechselt. Was findest du denn so faszinierend an der Vielseitigkeit? Naja gut, das ist ja ganz einfach. Es ist ja tatsächlich die Abwechslung, dass alles rundherum mit allen Facetten, die es gibt, zu beachten, zu erleben, zu durchleben, mit allen, ne? Du kennst das ja. Aber ja, ich finde es eben auch am spannendsten. Die Motivation ist natürlich, dass du jeden Tag einfach was Neues erlebst. Kein Tag ist wie der andere. Und dann ist es auch ganz banal. Also ich finde das schon schön, wenn man ein- bis zweimal im Jahr hoffentlich die deutsche Hymne für sich ganz alleine hört. Und deswegen bin ich auch ziemlich schwer motiviert. Hab, glaube ich, auch ein gutes Lot an Pferden zusammen, alt wie jung. Wie viele Pferde hast du hier im Stall? Acht. Acht? Ja, ich habe acht Pferde, also acht, die man reitet. Die unterm Sattel sind, ja. Und die ich für die Saison geplant habe. Wie sieht denn eigentlich dein Tagesablauf hier so aus? Ja, ich habe euch ja früher herbestellt, weil ich gesagt habe, das ist ja nicht alles glamourös, wie man das immer so denkt. Oder wie die meisten, zumindest aus Dressur und Springsport, immer denken, dass man nur auf Turnier ist und dann im VIP-Bereich und zwischendurch mal reitet. Sondern die Wahrheit ist ja, es ist wirklich Arbeit. Morgens geht es hier um kurz vor sieben geht es hier raus in Gummistiefeln. Und dann werden die Pferde gefüttert und erst mal rausgeholt und so eben longiert und so. Und das ist mir eigentlich auch wichtig, weil ich einfach sage, gerade in der Fütterung kann man viel machen. Erstmal weißt du, dass sie alles das einmal am Tag gekriegt haben, was du gerne in die Pferde reinhaben möchtest, an Zusatzfuttern und so weiter und unterstützenden Sachen. Aber eben, du siehst die Pferde auch, guckst ihnen einmal in die Augen und siehst eigentlich, weil man sie ja gut kennt, wie sie eben aus der Wäsche gucken. Wie sie drauf sind. So, wie sie drauf sind, ob sie gleich ans Futter gehen. Genauso beim Rausstellen in die Führmaschine. Man hört direkt am Gangbild, ist da alles in Ordnung? Lassen Sie sich hinterherziehen, war das Training vielleicht gestern doch ein bisschen doll oder sind Sie ein bisschen müde oder ein bisschen steif? Ist halt eine kleine Diva. So, die möchte sowieso gerne persönlich angesprochen werden. Das ist so. Hat sie sich auch einfach mittlerweile verdient. Deswegen, die mag auch nicht so gerne andere Pferde. Die ist ein total Einzelgänger. Deswegen kommt die zum Beispiel auch nicht in die Führmaschine, sondern kommt dann morgens
persönlich bei mir an die Longe und geht halt einfach lose ja. an der Longe joggen. Mhm. So. Aber auch das finde ich gut, weil das wichtigste Pferd so in der freien Bewegung mhm. jeden Tag zu sehen, weiß ich eben auch auf Turnier, nach dem Gelände oder nächsten Tag vor der Verfassung oder siehst du ja direkt, wie sie drauf, wie trabt sie, was macht sie. Ne? Und dadurch, dass sie ja eh so ihre Art hat, wie sie lose trabt mhm. und da immer rumwackelt mit ihrem Kopf und so, ist auch eigentlich eine gute Übung. Und dann bringe ich den Kleinen eben schnell in den Kindergarten, dann gibt es einen Kaffee und ein Brötchen und dann wird geritten. Geht das normale Leben los. Und dann wird natürlich einer nach dem anderen geritten. Da habe ich natürlich auch Hilfe und das mache ich nicht alles selber. Ja. Das eigentliche Trainieren, die Konditionsarbeit, die Springen, die Geländearbeit mache ich komplett selber. Dann wäre ich Landwirt. Ohne Kappe. Ja, aber das verrate ich euch nicht. Mit Corvette, denke ich. Leider erst letztes Jahr. Vierspänner. Mein Mentor HGW, aber in unserem Sport war das eigentlich immer Bleistate. Ja, so wie wahrscheinlich sehr viele Menschen den Vassili. Ich würde eigentlich mal gerne immer wieder hier in die Bibliothek gehen und mir ein gutes altes Pferdebuch nehmen und die einfach alle durchstöbern oder durchlesen. Das sind nicht meine Pferde, das bin ich selber. Das Jahr übernommen komplett und habe mich auch verpflichtet, das zu erhalten. Und es wird auch für ein paar Jahre so bleiben, bis es hoffentlich eine sinnvolle Lösung gibt. Die Ehrenbürgerschaft der Stadt Warendorf und sein ganzes Leben von 1948 bis am Ende komplett. Alles, was mit ihm irgendwo festgehalten war. Nein. Festgehalten. Das war ein sehr ordentlicher Mensch. Ja. Auch wieder wie im Stall, ne? Festgehalten, 105 Nationenpreise, 41 mal Erster und alle Preise mit erster Umlauf, zweiter Umlauf und so weiter und Endrangierung festgehalten. Wir hatten ja leider nur am Ende der Zeit so ein bisschen Zeit miteinander. Also ich bin ein bisschen ordentlicher geworden, aber wir hätten noch ein paar Jahre gebraucht zur vollständigen Übernahme. Das ist das Pokalzimmer. Für mich quasi die Höhle des Löwen so in der Art, weil das ist einfach das Beeindruckendste, was ich jedenfalls jemals gesehen oder erlebt habe. Gerade wenn man bedenkt, zu welcher Zeit das, sage ich mal, alles gewonnen wurde. Ja. Wie gesagt, das gibt es natürlich definitiv nirgendwo anders so in dieser Form auf der ganzen Welt. Ach, das Beeindruckendste ist, es ist alles so wie am letzten Tag, an dem er gelebt hat. Das hat er sich selber so hingestellt. Ach so, ja. Den Bambi hat er gekriegt für sein Lebenswerk. Und natürlich Sportpyramide, Sportler des Jahrzehnts. So, wenn man hier steht, dann weiß man, man hat noch viel zu arbeiten. Und ich glaube, das ist auch der Punkt, warum wir uns, glaube ich, so gut verstanden haben. Er hat immer gesagt, er hat alles in seinem Leben erreicht, außer dass er Uniformträger war, weil das ist ihm verwehrt geblieben. Er wäre aber gerne Offizier geworden als Sportler. Und dass die Debbie gesagt hat, da ist ein Bulli, der braucht ein bisschen Hilfe, helft ihm doch mal. Und die Hoffnung ist, dass mit der Bewerbung zur Landesgartenschau 2026, wo er dann ja auch 100 geworden wäre, plus das Gestütjubiläum hat und so, dass man da hoffentlich vielleicht im Gestüt oder in der Stadt ein Ausstellungsgelände schafft, wo dann, sag ich mal, das in Gänze
so abgebildet werden kann, wie es jetzt sich auch darstellt. Weil das, sag ich mal, in die einzelnen Bereiche wieder zu zerstreuen, wäre schade, ne? So nach Aachen und was weiß ich wohin. Jetzt hast du HGW schon angesprochen. Hier HGW Trainingscenter. Du bist ja nicht mehr auf dem Bundeswehrgelände. Nein. Sondern komplett hier rübergezogen. Ja. Vorher hattest du es ja beides so ein bisschen, ne? Ja, ist aber auch ein Fokus, der sich so ergeben hat, um dem ich jetzt im Nachhinein echt dankbar bin. Weil wenn du natürlich in Anführungsstrichen eine komplette Anlage zu managen hast, auch wenn du das natürlich nicht selber die Arbeit nicht machen musst, aber du musst alles organisieren und du musst auch immer Ansprechpartner sein, egal ob du irgendwo unterwegs bist oder nicht, und musst es dann auch organisieren. Das heißt, war schon immer, ja, ein Drittel bis Hälfte des Tages war irgendwo natürlich der Fokus woanders, wie auf dem eigenen Reiten. Und das hat sich jetzt komplett gewandelt, dadurch, dass ich da die Leitung vor anderthalb Jahren abgegeben habe und hier komplett hier rübergezogen bin mit meinen Pferden und auch organisatorisch, logistisch eben nur noch meine Pferde an einem Ort habe. Das ist natürlich auch Arbeitsaufwand und Versorgung von zwei Stellen, auch wenn sie natürlich, sage ich mal, in Schlagweite sind, musst du trotzdem zwei Ställe versorgen. Ja. Und bist dann am Hin- und Her-Pendeln. Das fängt schon bei der Turniervorbereitung an. Dann packt man den LKW, lädst da auf in dem einen Stall die Pferde ein, dann fährst du hier rüber, lädst die nächsten Pferde ein, fährst los und das ganze Retour. So, jetzt durch nur noch hier sein, ist das viel einfacher geworden. Und wie gesagt, ich kann von morgens bis abends konzentriere ich mich auf mich selber und meine eigene Leistung. Ich glaube, das ist auch ein Faktor, warum es letztes Jahr auf einmal wieder richtig mit den eigenen sportlichen Leistungen deutlich bergauf gegangen ist. Ja, aber ich meine, hier die Anlage, die muss ja auch schmeißen, ne? Ja, aber die, wenn man da aber eben mit sich selber beschäftigt ist und die für sich selber in Gang hält, dann ist das genug. Also kein Unterricht ist auch untertrieben. Zum Beispiel Lisa Marie Fischer ist gerade da mit drei Pferden. Aktuell ist als Working Pupil da. So, das ist ja letztendlich keine, sag ich mal, normale Schülerin, sondern das ist natürlich so ein Geben und Nehmen. Ja, die hilft hier mir im Bereich. Ich helfe ihr mit ihren Pferden, sie hilft mir mit meinen Pferden. Und da kommt auch Ende März noch ein weiterer Working Pupil dazu. Dass ich so für die Saison aufgestellt bin und es mir eben auch leisten kann, weg zu sein und dass die Pferde, die hier bleiben, auch gut versorgt sind. Ja. Und auch bewegungstechnisch, aber auch reittechnisch versorgt sind. Ja. Und das, was, sagen wir in Anführungsstrichen, dann noch überbleibt, wird dann zusätzlich noch über Sabrina, über meine Frau, abgedeckt, über den Aquatrainer. Die macht auch noch mit. Ne, die kümmert sich um das Bewegen der Pferde im Aquatrainer. Und meine Sportpferde kommen da im Regelfall zweimal die Woche rein. Und was eben auch nochmal enorm hilft, den Fitnesszustand zu verbessern, aber auch Gangbild und so bei den jüngeren Pferden, finde ich, ist auch stabilisierend und so weiter. Ja. Das ist schon eine ganz gute Sache. Ich habe den jetzt seit fast zwei Jahren stehen und bin glücklich, dass ich es gemacht habe. Ich versuche schon, möglichst viel Abwechslung einfach reinzubringen. Ne? Ich meine, ich habe hier natürlich tatsächlich ja ein Luxusproblem, wo ich sage, ich habe so die Idee, die Basisarbeit hier auf der Anlage. Ich bin da ja immer rumgelaufen, auch mit dem Wäldchen da und dem Platz da und an den Bäumen und so. Ich sage mal so, die Basisarbeit oder so die Spielerei, sag mal bis so AL, die kann man ja hier machen. Und plus eben Wiesen und Paddocks und so, das normale Bewegen. Und wenn das nicht reicht, überlege ich mir halt, wenn ich aus dem Tor rausgehe, nach rechts 5 Minuten in die Sportschule der Bundeswehr, für natürlich in erster Linie Geländereiten oder da auch mal aufs Viereck gehen. Oder nach links, so wie wir das gemacht haben eben, zum Springtraining bei Markus oder auch zur Ann-Kathrin Pohlmeier, unserer neuen Dressurtrainerin, die ist ja jetzt zweimal die Woche da, alle zwei Wochen da, da zum Training. Oder ich gehe auch mit meinem Dressurtrainer Jan-Peter Flöckmann entweder hier in die Halle oder auch rüber ins Viereck, so wie wir das gestern gemacht haben.
Aber es ist eben alles, sag ich mal, in normaler Reitnähe, also immer in der Zeit, die ich sowieso mindestens Schritt reite. Turnier. Außenplatz. Spät. Bundestrainer. Pommes. Wasser. Stute. Leuchtturm. Zu Fuß. Ohne Sattel. Also man lernt ja tatsächlich sehr, sehr viel aus dem Unterrichten. Auch für sein eigenes Reiten. Und wenn man jetzt so viel Unterricht gibt, dann versuche ich tatsächlich, das, was ich eigentlich selber vermittle, mir selber eigentlich auch wieder zu spiegeln, immer wieder. Und immer wieder zu überlegen, wie würdest du dich jetzt selber eigentlich unterrichten? Mhm. Oder was würdest du jetzt eigentlich selber machen? Ja. Man erwischt sich ja, oder es ist ja letztendlich normal und menschlich, es sind ja fast immer die gleichen Reitfehler, die fast allen passieren. Und die passieren einem selber ja auch. Ja. So, und dann muss man da versuchen, sich da auch immer, sag mal, sehr eisern zu sein und sich zu erziehen und auch mal zu reflektieren, was ist da gerade passiert, warum passiert das gerade? Mhm. Was würde ich mir sagen, wenn ich jetzt unten ständ und sehe mich selber? Weil letztendlich ist es wie im Unterricht auch, so ist es bei einem selber auch mit den verschiedenen Pferden. Letztendlich musst du die Leute oder dich selber oder die Pferde ja da abholen, wo sie stehen und musst sie ein Stück weiterbringen. Erzähl doch noch mal was von letztem Jahr. Was waren denn so Highlights? Ja, gut, natürlich ganz klar die Starts mit Corvette. Ich bin ja nach Marbach zum Beispiel gefahren. Da musste ich schon einmal ein bisschen über meinen eigenen Schatten springen, weil das noch nie so mein Turnier war. Immer schön, aber irgendwie nie meins. Mhm. Ähnlich wie Aachen eigentlich auch. Mhm. Gott sei Dank habe ich diesen Bann gebrochen letztes Jahr. Marbach war gut, ein super Einstieg in die Vier-Sterne-Saison. Lohmühlen war gut. Aachen als bester Deutscher war natürlich sehr zufriedenstellend. Ja. Und lief eben auch sehr gut. Avilbe lief gut. Von daher sehr zufrieden. Dann natürlich der Einstieg in die schwere Klasse mit Höhenflug, meinem Nachwuchspferd. Der aber jetzt, sag ich mal, nach zwei ruhigen Kennenlernjahren, aber letztes Jahr so einen ziemlichen nochmal einen Raketentrieb angeschalten hat und über 3 Sterne lang und 4 Sterne lang beides gewonnen, den Einstieg in die schwere Klasse geschafft hat. Also ich meine, wir haben da schon öfters mal drüber gesprochen. Ich habe ja noch so ein paar offene Positionen habe ich noch. Es gibt noch ein paar 5 Sterne, die ich noch nicht geritten bin. Und es gibt natürlich auch noch ein Championat, was ich noch nicht erfolgreich geritten bin. So. Das sind so die nächsten Ziele? Und ich würde dir sagen, ich würde mir das ganz gerne in den nächsten 6 Jahren, würde ich mir das gerne Hakendran machen. Von der Bucketlist streichen. Mhm. Ich habe immer mal neue Sponsoren und Partner dazu bekommen, aber ich habe auch nie einen verloren. Damit bin ich jetzt immer ganz gut gefahren und das wollte ich auch beibehalten. Man muss nicht alles neu machen und immer einen Schritt weitergehen, nee, sag ich mal. Das stimmt. Man kann das vertiefen und ausweiten und es ist eben eine Partnerschaft und das ist eben wichtig und auch nur so kann man es letztendlich lösen. Und alles andere, was dann darüber hinausgeht, ist ja, dann sind dann ja immer Individuallösungen, sag ich mal, bei den Pferden. Das ist dann eine Mischung aus den Züchtern oder Pferdebesitzern, einem selber oder bei mir eben eine Querfinanzierung durch Lehrgänge im Winter. Ich bin glücklich und dankbar über meinen Berufssoldaten und dann eben über meine gewachsenen Partner über die ganzen Jahre hinweg und dann eben durch die Eigenleistung im Winter und dadurch hat das im Moment so ein funktionierendes System, was man gehen kann oder was man leben kann. Klar war jetzt das Covid-Jahr, vor allem eben das erste Jahr, wo gar nichts ging, eben auch lehrgangstechnisch unterrichten, war natürlich schwierig. Klar.
Aber es ist ja Gott sei Dank wieder angelaufen. Mhm. Und ja, Nachfrage ist groß, Gott sei Dank. Und dadurch haben wir jetzt die Grundlage jetzt schon fast zu Ende gelegt, jetzt diesen Winter für die Saison. Und dann geht das bald wieder los. Geht's hoffentlich los.